Bam! Und bam! Was ist Ende? Bitte. Checkpoint. Das war's. Wir sind fast draußen. Was ist denn los? Vor Großmütterchen. Mein Großmütterchen. Was erwartet mich? Ist das hier der letzte Raum? Der ist basically leer. Das ist ein Raum. Das ist ein Raum. Das ist ein Raum. Das ist ein Raum. Er hört nicht auf. Oh, oh my God. Okay, let's go. Also, alles in Ordnung, Madeleine? Wir sind so nah dran, aber es kommt mir unmöglich vor. True. Komm schon, nur noch ein paar Versuche. Das schaffen wir. True. Das Ding ist aber, wenn es jetzt alle paar Male jetzt so kommt, das macht's nur noch nerviger. Ey, ich muss sagen, nach 5 Stunden jetzt eigentlich, ne? Meine Aufnahme hat 5 Stunden erreicht. Okay, nach 5 Stunden, ich muss mich mal setzen, Alter. So, gucken wir mal, ob ich es jetzt schaffe. Wind ist ein Ernst? Oh mein Gott. Verabschiede dich für mich mit. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Alter, ich hab keine Ahnung, ey. Das war so. Holy! Das war so anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr den Timer gesehen habt, aber meine Aufnahme jetzt hat in 40 Sekunden die 6 Stunden erreicht. Okay. Bringen wir es zu Ende. Weil das muss das Ende sein. Verabschiede dich für mich mit. Ich bin im Himmel. Oh, meine Stimme ist komplett weg. Oh mein Gott, da ist sie. Großmütterchen. Hallo, Kleine.
Wie schön, Sie zu sehen. Ich wusste nicht, was ich ohne Sie machen sollte. Aber Sie sind ja nicht real. Das hier ist nur ein Traum. Na und? Das hat dich nicht abgehalten, im weiten Weg hierher zu kommen. Der Weg war weiter, das stimmt schon, holy shit. Du hast mich endlich gefunden und auf einmal fällt dir ein, dass das nur ein Traum ist. Komm endlich zur Sache und sag, was du zu sagen hast. Es tut mir leid, dass ich nicht bei ihrer Beerdigung war. Ich konnte einfach nicht. Mir war alles zu viel. Das kommt mir vegan vor. Ist mir doch Schnuppe, wer bei dem Trauerspiel dabei war. Ich bin schließlich tot. Beerdigungen sind was für euch Gefühlsdussel, die jetzt ohne mich weiterleben müssen. Das ist eine Aussage. Danke, dass Sie auf dem Berg auf mich aufgepasst haben. Sie haben mir so geholfen und Sie helfen mir so. Was soll ich denn jetzt tun? Einfach weitermachen, als wäre nichts passiert? Als wären Sie nicht für immer fort. Sieh mal einer an. Lange nicht gesehen, Erdbeere. Hallo, Theo. Ich habe ewig nichts mehr von dir gehört. Du bist total abgetaucht. Was war denn los? Ja, tut mir leid, dass ich auf deine Nachrichten nicht reagiert habe. Und nicht zurückgerufen habe. Und deine E-Mails nicht beantwortet habe. Ich hatte einen Art Zusammenbruch, als Großmutterchen gestorben ist. Und dann kam mir so komisch vor, dir zu schreiben. Ich dachte, du bist vielleicht sauer, weil ich mich nicht mehr gemeldet hatte. Und dann wurde es irgendwie immer schwieriger. Kein Ding, ich kenne dich ja. Hatte mir schon gedacht, dass die Beerdigung dir vielleicht zu schaffen gemacht hat. Alles kein Problem. Schick mir nächstes Mal wenigstens ein Lebenszeichen. Geht es dir jetzt besser? Ja, ich komme langsam drüber hinweg. Bei unserer ersten Begegnung dachte ich, Großmütterchen sei verrückt. Aber dann lernte ich sie näher kennen. Und fand sie gemein. Aber sie wusste, was ich hören musste. Und sie hat mir wirklich geholfen. Sie fehlt mir sehr. Ja, mir auch. Ich habe echt gedacht, sie würde ewig leben. Na, da fällt mir ein. Ich muss dir was zeigen. Ach ja? Weißt du noch, wie ich erzählt habe, dass mein Großvater zum Celestberg ging, als er noch jünger war? Ich habe neulich mit Alex ein paar Sachen von ihm aussortiert. Sieh dir mal das Foto an, das ich gefunden habe. Zeig mal her. Ist das etwa Großmütterchen mit deinem Großvater? Theo, das ist ja fantastisch. Es sieht aus, als wären sie Freunde gewesen. Auch gar kein Zufall, dass sie sich sehr ähnlich aussehen zu Madeline und Theo, ne? Nein, genau wie wir. Es ist wirklich schade, dass sie fort sind. Aber es ist schön zu wissen, dass wir den Berg mit ihnen gemeinsam haben. Ja, es ist wirklich schön. Sehr, sehr schön. Wie viele Tote sind's? Komm, sag an. 5000? Ich schätze 5000. Es waren so viele. Was? Das waren nur 1800? Das waren nur 1800 Tote? Bruder, was habe ich in den letzten 6 Stunden gemacht? Das waren nur 1000. Okay. Alles klar, wenn du meinst, Alter. Boah, wie viele Kapitel das auch hatte, ey. Zum Kotzen. Aber damit haben wir es. Das Einzige, was jetzt nur noch fehlt, sind ja, die B-Seite vom im Mittelpunkt, muss ich noch machen. Und die 2 Erdbeeren aus dem normalen Level fehlen mir noch. Aber sonst haben wir die 100%. Und ich werde die auch machen. Ich werde die jetzt nicht in dem Video machen. Aber wir haben es jetzt somit geschafft. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Dabeisein von diesem wunderbaren Let's Play. Auch wenn es holprig angefangen hatte und jetzt am Ende doch nochmal ein bisschen heftiger war als erwartet. Wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Projekt wieder.
welches ähnlich geil ist. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss, Leute. Und einen schönen Tag. Bye-bye. Aber es gibt jetzt natürlich noch mal eine weitere Folge, denn wir sind noch nicht fertig. Wir haben erst 173 Strawberries. Das ist aber nicht alles, was in diesem Video passiert, denn ich hole auch noch die sehr schwer zu bekommende Moonberry. Seht ihr hier die ganzen Plattformen? Das sind Plattformen, wo wir später rumklettern. Jetzt sieht die so unauffällig aus als Background Material oder sowas, ne?